Tobias Erich. Beim Zweier-Mannschaftsturnier Scharnfeld für den Januar 2015 gegen Jahn. So wie es ausschaut, hat er da drei Satzbälle daher. Und gewinnt diesen Satz. Was ziemlich deutlich wieder einmal dafür spricht, dass er Erich seine Gegner nicht ernst nimmt. Denn als Oberligaspieler, nein Quatsch, Regionalligaspieler, sollte er hier eigentlich keine Probleme haben. Wird er letzten Endes auch nicht, davon ist auszugehen. Aber muss halt einen Gang höher schalten. Und was es da sonst noch zu besprechen gibt zwischen Tobias Erich und Marius Zaus, das weiß ich nicht. Das ist schon ganz geschickt, macht sehr viel aus seinen Möglichkeiten. Aber wenn wir hier gegen Oberliga bestehen will, müssen natürlich irgendwo alle Bälle kommen und dann steht man unter einem unglaublichen Druck. Das geht dann mal eine Zeit lang gut, aber dann passiert das, was jetzt passiert. Hohes Risiko und plötzlich kommt nichts mehr. Also zwei völlig unterschiedliche Sätze. Hat eigentlich auch in diesem Satz nur davon profitiert, dass Jan, wie gesagt, natürlich übertriebenes Risiko gehen muss.
gegen den Oberligaspieler und dann halt eine Serie von Verzweiflungstaten hingelegt hat. Und somit steht es 1-1.